shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Und willkommen bei mir auf dem Kanal des Gamer Hanso. Heute eine weitere oder ein weiterer Part mit eurer Karriere. So, jetzt habe ich es natürlich. Wir natürlich noch wie beim letzten Mal auf dem zweiten Platz. Jetzt spielen wir gegen Hannover. Das werde ich aber tatsächlich simulieren, weil ich will es halt spannend halten. Und mich freut es auch selber, dass halt so viele sich die Auer-Karriere angucken und es auch denen gefällt. Weil für so einen Traditionsverein finde ich das halt schade, wie das halt echt gerade ist, dass die so weit unten sind. Und ja, dann wollen wir mal hoffen, dass halt so ein Traditionsverein und halt auch viele andere Traditionsvereine sich nicht gleich runterziehen lassen von der Wirtschaft, was im Fußball halt ist. Aber dafür ist es ja eine Karriere, wie es sein könnte, wie es sein könnte. Oder so ansatzweise halt mäßig halt her, warum ich die Auer-Karriere auch ein bisschen realistisch halten will. Zwar, man kann in FIFA nicht den Verein nicht so realistisch halten, wie man es gerne vielleicht will. Aber immerhin besser so, als man gar nichts machen kann. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und dann sehen wir uns im Endergebnis auch im Spiel Hannover gegen Aue in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Und das verlieren wir leider mit 2:0 in Hannover. Kerk in der 20. Minute, Schaub in der 88. Minute nochmal das Tor gemacht, aber wie wir halt aus den anderen Parts kennen, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. So, jetzt sind wir in Holstein Kiel, also eher bekannt in Kiel. Halt, wie immer noch Tabellenplatz 2, jetzt 6 Punkte hinter Hannover, aber es gibt ja insgesamt 34 Spieltage. Und was ich aber noch am Anfang vergessen habe zu sagen ist, ich mache immer 3 Spiele. Würde ich für mich so beschließen, 3 Spiele zu machen. Wo ich davon immer 1 selber spiele, wenn ihr es halt weiter so sehen wollt. Und ich würde es halt auch dann gerne so weitermachen. Weil es alles mit der Zeit dann auch ziemlich gut hinpasst dann auch meistens. Außer Transferphasen, da könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, oder allgemein in die Kommentare schreiben, welche Spiele ihr noch gerne sehen wollt, die ich auf die Leihliste nicht packen soll, aber halt auf die Wunschliste packen soll, oder auch zum Scouten halt erstmal. Und dann starten wir rein gegen Kiel. Und das gewinnen wir mit 1:0 in der 60. Minute durch David Bug. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wie man es richtig ausspricht, wie man es betonen soll. Unseren Fußballgott aus der eigenen Jugendakademie. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im nächsten Spiel. Und da sind wir auch jetzt zum Reinstarten in die Partie Aue gegen Hamburg im Erzgebirgsstadion, so wie es sein soll. Und dann gucken wir mal noch mal kurz auf die Tabelle. Da sind wir halt, wie gesagt, auf Platz 2 noch. Hannover hat jetzt einmal unentschieden gespielt gehabt mit dem nächsten Sieg und mit Hannover den nächsten Patzer. Sind wir halt dann bloß noch einen Punkt von denen entfernt. Wir können uns dann ein bisschen absetzen auf Bochum mit insgesamt, jetzt sind es 2 Punkte plus 3, sind wir dann mit 5 Punkten Vorsprung. Und den HSV machen wir dann wieder zu einem Nicht-Aufsteiger in die erste Liga-Club. Und
Damit würde ich sagen, dass wir in die Partie jetzt reingehen. So, da haben wir sie gesehen, wie sie ins Stadion eingelaufen sind und sich gegenseitig abgeklatscht haben. Wir natürlich mit Capitano Capino, wieder Yannick Demm und Linus Rosenlöchner, wieder über Linksverteidigung, Rechtsverteidigung hinten. Dass wir halt auch ein bisschen besser nochmal stehen. Siriachi ist von Anfang an wieder dabei und bei HSV gibt es auch eine Kapitänsänderung, nämlich Bagriatta. Und jetzt beginnen wir mit dem Anstoß. HSV natürlich. Wir versuchen mit Stafelidis mal ein bisschen Druck aufzubauen. Und es soll ja auch die Rache dafür sein, an dem HSV wegen dem DFB-Pokal aus, was wir halt natürlich hatten durch die gut gemacht. Jetzt müssen wir halt immer schön dranbleiben, weil vielleicht mit ein bisschen Tempo jetzt hier an der Stelle von Fußballgott David Back. Und jetzt geht's mal kurz schnell auf Siriachi. Siriachi liegt in die Mitte. Und da war der erste gute Versuch schon mal von uns. Wir müssen halt energisch bleiben. Und damit gibt es Einwurf für den HSV. So, da war ein hartes Foul dabei. Ich hoffe, der Spieler kann erstmal weiterspielen für die Partie. Und jetzt versuchen wir mal, Fußballgott David Back zu schicken. Und da war der erste Abschluss. Natürlich ist Pascal Stenzel derjenige, den es getroffen hat. Aber mal gucken, ob der jetzt noch weiterspielt oder ob ich den zur Halbzeit rausnehmen muss. Das werde ich ja dann sehen. So. Das war nicht so ein guter Einwurf jetzt von uns. Und jetzt geht's nochmal schnell. Leider kam der Ball nirgendwo an. Jan Fiete ab. Und wieder ein guter Versuch. Wir sind näher am Tor dran als gerade der HSV. Pascal Stenzel, der muss noch ein bisschen durchhalten. Es kann nämlich sein, dass ich den jetzt schon zur Halbzeit nämlich runternehmen muss. Natürlich Matteo Rapp.
von Kaiserslautern geholt gewesen, der HSV. Und da ist Bakariata, aber nicht gegen Rosenlöchner. Und da kommt er leider nicht mal ran. Nein, ich will ihn noch nicht wechseln. Spätestens erst zur Halbzeit. Und jetzt Stafelidis. Wieder mit der Balleroberung von Stafelidis. Gechter kommt da nicht richtig in den Zweikampf rein. Und da gibt es anscheinend den Elfmeter für den HSV nicht verdient. Das ist für mich in der Stelle kein Foul. Einfach alles Fairplay von Gechter. Aber leider will es der HSV so. Und Capino hält uns die 0 hinten. Robert Glatzel vergibt der die Nummer 9 hier in Hamburg trägt. Ja, natürlich sind wir nicht in Hamburg, wir sind natürlich im Erzgebirge. Auch bekannt früher als die Wismut aus Aue. Und da kommt Capino. Weil es gibt auch so ein schönes Lied, denn wir kommen aus dem Schacht und da liegen wir 1-0 hinten zu Hause. Nichts zu machen für Capino. Er kam da gut angeflogen. Und das war ein wunderschöner Abschluss vom HSV-Spieler. Da kommt der Besser einfach zum Kopfball. Capino kommt da nicht mehr ganz ran. Da fehlen so 2 Zentimeter an ihn. Wir können es ja gerne nochmal hier analysieren. Ja. 2 Zentimeter haben gefehlt. Da macht's David. Und wir liegen hier natürlich 1-0 hinten jetzt. Aber wir sollten halt immer weiter nach vorne gehen. Wenn jetzt noch Bak da richtig gut reinläuft, könnte es der Ausgleich werden. Ja, Stenzel, für dich ist eine Halbzeit dann Feierabend. Der fängt sich nicht mehr, der Junge. Das sind doch zu große Schmerzen. Wir dürfen jetzt bloß einfach nur nicht noch das zweite kassieren und Capino wieder mit einer guten Tat da. Stenzel kommt da gar nicht mehr rein. Und da kassieren wir das 2 zu 1. Sogar das 2 zu 0, Entschuldigung. Ich bin hier gerade so dermaßen am Ausflippen, dass die Abwehr einfach nicht wieder daran kommt. Und dass auch der Schiedsrichter mal wieder hier sagt, eine Minute Nachspielzeit, okay, wir machen 3 draus. Und damit sehen wir uns am Anfang der zweiten Hälfte wieder. Anfang der zweiten Hälfte jetzt hier. Natürlich habe ich Stenzel jetzt rausgepackt. Mihaljczak ist dafür jetzt reingekommen. Und das darf auch nicht so einfach passieren. Rosenlöchner nochmal gut da. Bakariata gegen Stenzel, gegen Stenzel sage ich schon, gegen Sam Schreck. Mit der Übersicht auf David Back. Der Übersicht auf Jan Fiete Arp, der hier den Ball nicht gut mitnehmen kann. Und da ist Bakariata im Abseits. Nein, wir haben ja gerade erst angefangen. Und jetzt muss es halt schnell gehen. Jan Fiete Arp trifft gegen seinen Ex-Club und zeigt, was er will. Er will hier heute nicht gegen seinen Ex-Club verlieren. Unser Torschütze mit der Nummer 9.
Das war ein wunderschönes Spiel hier auf Ab, und Ab macht das ganz clever mit dem linken Innenriss sogar. David Bark ist da. Stafelidis spielt auf Sam Schreck. Unten sieht er Rosenlöchner. Rosenlöchner nochmal auf Schreck. Ab. Durchgesteckt auf Bark. Und jetzt muss doch mal langsam das Tor fallen hier. Aber Matteo Raab, der Ex-Lauterner, hier heute auch mit einem guten Spiel. Rosenlöchner, der hier alles unter Kontrolle bringt. Siriaci direkt von Benes abgelaufen wird. Und die Parade von Capino. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, Ulrich kommt raus, Jonic kommt rein, auch wenn es nicht die vertraute Position ist. Aber wir müssen jetzt Tempo bringen. Und halt hier noch den Ausgleich zu schießen. Da versuchen wir es direkt mal zu dolle. Wir kommen hier einfach nicht in die Zweikämpfe. Und so darf das generell nicht passieren. Meine Güte. Entschuldigung, dass ich mich so aufrege, aber es geht halt einfach nicht anders, weil es ist einfach schon wieder viel zu offen. Man könnte sich halt darüber beschweren, wie ich die Spieler zu steuern habe. Ja, aber ich kann da definitiv nichts dran machen, wenn EA mal vernünftige Laufwege der Spieler auch mal programmieren würde und nicht immer die Leute dazu gezwungen werden, auch hier in der Stelle sich irgendwie nochmal nach hinten zu bewegen. Weil wenn man sieht, okay, Konter, direkt die Spieler müssen drauflaufen. Sie müssen direkt in die Überzahl kommen. So wie das auch im echten Fußball ist. Aber na gut. Bringen wir uns nicht weiter auf. Wir versuchen hier nochmal unser Bestes. Gegen HSV. Natürlich ist es der stärkere Club. Aber nur weil auf dem Zettel stärker ist, heißt es nicht, dass es in der Praxis auch so ist. Aber wir kommen definitiv gegen den HSV einfach nicht raus. Und da liegen wir mit 4-1 hinten. Es gibt's einfach nicht. EA programmiert die Torhüter richtig, programmiert die Spieler richtig. So kann das einfach nicht weitergehen, wenn man ein Spiel mal kurz macht und dann halt gleich so dermaßen immer ausgekontert wird. Aber wenn man es selber versucht, klappt es einfach nicht. Und damit sehen wir uns am Ende gleich wieder. So, hier sind wir beim Rostock gegen Aue-Spiel. Nochmal eben gerade wegen dem Spiel gegen Hamburg. Es tut mir leid, dass ich halt so ausflippe, aber es ist halt der Reiz der Karriere. Wir haben so viel erreicht bis dato jetzt in dieser Aue-Karriere. Und da würde ich nochmal sagen, zum Schluss, weil wir jetzt auf Platz 3 hängen, nehmen wir nochmal das Spiel gegen Rostock mit. Also gibt es heute 4 Spiele insgesamt und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wir verlieren das auch mit 2 zu 0 gegen Rostock hier an der Stelle. Leider, leider keine guten Spieltage jetzt bis dato. Aber wir lassen uns wirklich, wirklich davon nicht unterkriegen.
Wir haben wirklich schon in der Hinrunde viel geleistet. In der Rückrunde müssen wir es einfach nur besser machen. Also sehen wir uns gleich nochmal. So, damit würde ich an dieser Stelle hier diesen Part beenden. Es ist zwar nicht so ein guter Part geworden wie letzten, aber wir sind jetzt in der Januar-Transferphase im Winter und damit könnt ihr mir auch jetzt Spielervorschläge schreiben. Wir haben genau 8 Millionen, wo wir halt auch was holen könnten davon tatsächlich. Schreibt mir auch auf welcher Position wir uns da halt auch verstärken sollen, die jetzt am dringendsten ist. Und damit würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann Glück auf Aue. Bis zum nächsten Mal, euer Gamer.